Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man eine automatische Servernachricht erstellen kann, die dann immer im Chatfenster erscheint, jede 15 Minuten, oder das könnt ihr halt einstellen. Dafür erstellen wir erstmal ein Forward. Oh, was ist das denn? Nein. Forward, Nachricht, und ja. Unter OnGameModeInit, das werdet ihr in eurem Skript auch haben, das ist jetzt ein neu erstelltes, macht ihr einfach ein Timer, Set Timer, dann wie die Nachricht heißt, Nachricht, dann in wie viele Millisekunden es kommen soll, also ich mache jetzt auf 15 Minuten, das sind 900.000. Und dann eine 1 dahinter für das Wiederholen. Also wenn ihr eine 0 dahinter machen würdet, würde sich der Timer nicht wiederholen und die Nachricht nicht wieder immer wieder kommen, jede 15 Minuten. So, jetzt erstellen wir ein Public. Den können wir eigentlich ganz unten machen. Public. Dann machen wir Nachricht. Klammer auf. Klammer zu. Ups. So, dann machen wir Send Client Message to All. Dann nehmen wir unsere Farbe. Ich habe im Moment noch keine Farbe definiert. Das kann ich direkt auch mal machen. Mit dem Color Picker. Den könnt ihr euch einfach mit dann drunter laden. Machen wir mal die Farbe. Gelb. So, ihr kopiert den Farbcode und macht jetzt Raute define gelb und dahinter einfach den Farbcode. Dann geht ihr jetzt wieder unter eurem Public. Dann gebt ihr ein Gelb, Komma, Gänsefüßchen, euren Text. Dies ist eine Servernachricht. So, und dann alles wieder schließen. Und jetzt solltet ihr keine Fehler bekommen. Alles ist erstellt, forward und so. Und wie ihr seht hier, keine Errors, keine Warnings. Und wenn ihr jetzt im Spiel 15 Minuten drin seid, beziehungsweise alle 15 Minuten wird dann dieser Text im Chatfenster erscheinen. Und ja, das war's eigentlich schon alles. Bis zum nächsten Mal.